Wie erreiche ich Effektivität? Können Sie das aktuelle Prozent der Effektivität sowie Veränderungsdynamik angezeigt bekommen? Je mehr man Aufgaben mit Kritik hat, desto weniger ist die Effektivität. Im Filter oben können Sie den Zeitraum für die Berechnung der Daten angeben. Wir wählen für die Zeitperiode das Jahr 2022. Wir sehen gleich, dass die Effektivität 33% betrug. Sie wird mit einer speziellen Formel berechnet und hängt von folgenden Parametern ab: wie viele Aufgaben gesamt in Arbeit waren, wie viele davon rechtzeitig erfolgreich und wie viele mit Kritik abgeschlossen wurden. Dabei werden nur die Aufgaben berücksichtigt, wo sie entweder verantwortliche oder mitwirkende Person sind. Um die entsprechenden Aufgaben zu öffnen, klicken Sie auf die Zahl. Abteilungsleiter können die Effektivität ihrer Mitarbeiter im Bereich Beaufsichtigen nachverfolgen. Wenn Sie Projektleiter sind, können Sie die Leistung von dazugehörenden Aufgaben im Bereich Projekte unter Kontrolle haben.